Hey Leute, willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Wir kämpfen hier gegen den Baumeister. Und meine einzige Idee war es, etwas schnellere Waffen einzusetzen. Ansonsten habe ich echt keinen Plan, wie wir den kalt machen sollen. Irgendwie, also, ja. Deswegen einfach mal, ouch, munter draufprügeln. Was ist das? Da haut er mich einfach weg. Okay. Ja, sein Kopf ist unterschätzt. Ja, das weiß ich eben auch nicht. Ich hau einfach drauf. Feste draufschlagen. Das war doch gar nicht schlecht. Komm her. Ja, gut. Ja. Könnte ich seinen Kopf besser beschießen? Ja, wie von oben. Nach der Sack. Ah. Damit aber dann nehme ich da doch Schaden. Wow, 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 wow. Was ist das? Wow. Okay, cool, 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 cool. Yes, der war gut. Wow. Oh shit, aber er macht gut Schaden, der Freund hier. Boah. Nadelstiche. Boah. Wie, der hat mich getroffen. Ach, ich will immer auf das Ding zurennen, weil damit kann ich irgendwas machen, aber ich weiß nicht was. Ja, scheiße, ey. Wow. Oh, mein Freund. Okay. Ja. Boah. Mhm. Okay. So weit, so gut. Okay, komm schon. Bring den nächsten Stage of Rage. Ja, lass es. Lass es doch gut sein, mein Freund. Lass es doch gut sein. Du hast die neuen Welten geschaffen, doch du beherrschst sie nicht. Oh, sorry, ich beherrsche gar nichts. Ich wünsche nur, sie zu überleben. Ich beherrsche auch meine Erkältung nicht. Wow. Wow, 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 wow. Okay, cool bleiben. Ja, aber jetzt leuchtet es ja nicht mehr an. Wow. Ach, du sagst es. Okay. Gut. Komm schon, schieß mich hoch. Okay, und jetzt? Nein, ich rutsche immer ab im letzten Moment. Ach, und meine Pfeile gehen flöten und genauso sehr wie meine Leben. Gut, ausgewichen, mein Freund. Okay, komm, schick mich nochmal hoch. Und jetzt? Ja, aber... Yes! Gut! Boom! Die Knochen werden die Grundsteine einer neuen Welt der Jötner sein. Eure Zeit ist vorbei. Werden Sie das? Das war gut. Sorge ich dafür, dass wir euch mitnehmen. Das war gut, meine Freunde, das war gut. Okay, und gleich nochmal, komm. Ich habe keine Pfeile mehr. Bo. Huh. Ich frage nochmal, was das ist. Ich weiß es nicht. Niemand weiß es. Du weißt es nicht, ich weiß es nicht. Wow. Okay, gibt es hier irgendwo noch Pfeile? Nein! Mm. So bringt das nichts. Yes! So bringt das was.
Jetzt nicht verkacken, mein Freund. Jetzt einfach nicht verkacken. Ich hab noch... Fuck, ich verkack's noch, oder? Ich verkack's noch. Nee. Yes! Stirb, Braumeister! Gib mir deinen Hammer des Todes! Oh! Autsch! Gute Nacht, mein Freund. Gute Nacht. Du dummer Sack. Oh. Ist der Jötun tot? Ja, ich hoffe es doch. Ich habe keine Magie Energie mehr. Beunruhigt dich das, Trickreiche? Wow. Wirklich, Loki. Beunruhigt dich was das? Was willst du andeuten? Du weißt, was ich andeute. Steckst du dahinter, du ehrloser Verbieger der Wahrheit? Was weißt du schon von Ehre, Freya? Du hattest mehr Männer in deinem Bett als Midgards Hallen fassen. Ausgerechnet, du urteilst über fleischliche Gelüste? Du hast einen Wolfswelpen gezeugt. Na, ich werde mich Punkt. Doch nicht vom Herrn der Kleinlichkeiten maßregeln lassen, dessen Lanze sich regt, wenn er Gesetze zitiert. Und bevor du mit deinem Hammer drohst, Thor, denk daran. Ohne ihn wärst du nicht mehr als ein Troll, nur doppelt so dumm. Du eitriger Hodensack voll der faulesten Absonderung von Ymirs Leiche. Kein Schwur lässt mich so etwas erdulden. Und doch wirst du ihn nicht brechen, Harvey. Das kannst du nicht. All deine Mühen, dem Schicksal zu entrinnen, werden dich nur weiter auf seinem Pfad voranbringen. Wenn du nicht aufpasst, wirst du womöglich zum Quell deiner eigenen Vernichtung. Ja. Lass ihn. Er wird kaum Schaden anrichten, solange sein Sohn in Gefangenschaft ist. Stopfen wir ihm das Maul mit Eisen, dann hört er auf zu plappern. Da bin Was ich da. Was nun, Weisester? Bin ich bei dir. Wir sind wieder zurück am Ausgangspunkt. Ragnarök kommt und wir sind nicht sicherer als zuvor. Es gibt vielleicht eine Lösung in Jötunheim. Sie nennen es Huga-Magie. Ich werde dorthin reisen, um es selbst zu sehen. Bis ich die endgültige Fessel habe, darf Lokis Sohn diese Insel nicht verlassen. Bald wird sie als Zuflucht aller Wölfe dienen. Ich wache über ihn, als wäre er mein eigener Sohn. Sehr Dann gut. Überlasse ich das Reich deinen fähigen Händen, meine Königin. Sollte ich selbst mit leeren Händen zurückkehren, werde ich mich dem Schicksal fügen. Welchem Schicksal? Okay, das war jetzt doch wieder knapp. Das war jetzt doch wieder etwas zu knapp für meinen Geschmack. Okay, was ist das nächste Ziel, meine Lieben? Das war intensiv. Intensiv. Quests. Okay, der krönende Abschluss. Kann ich das nicht direkt auf der Karte anzeigen? Ach. Da müssen wir hier hinten hin. Aufwachen. Wie aufwachen? Der krönende Abschluss. Durchschreite das Tor nach Jötunheim. Ja gut, dann machen wir das. Nehmen wir das Tor durch Jötunheim. Eine kurze Schnellreise. Nur um dann wieder. Oh, das war knapp. Den großartigsten Sprung der Geschichte von Assassin's Creed zu machen. Yes! Ein Sprung, der Asgards würdig ist. Wo ist mein Elch? Mein Hirsch. Mein majestätisches Reittier. Ja, wie geht's euch? Wie ihr hört, ich bin etwas erkältet. Das ist Gott sei Dank kein Corona. Es ist einfach eine Erkältung, die durch eine Klimaanlage in einem Hotelzimmer ausgelöst wurde. Man kennt es. Der Klassiker, richtig? Man ist bei 35 Grad unterwegs. Brauche ich etwas mehr Lebensenergie dafür? Womöglich. Gibt's hier irgendwie Pilze oder sowas? Das gab's doch hier immer. Man ist bei 35 Grad im Schatten gefühlt unterwegs und dann kommt man in
Zimmer, das irgendwie auf 20 Grad runtergekühlt ist. Naja, das soll es ja bekanntlich geben. Das wäre es jetzt gewesen, wäre ich hier einfach gestorben. Okay, wir haben etwas Energie gesammelt. Das reicht natürlich bei weitem nicht. Das reicht... Wartet. Vielen Dank für die Beeren. Was aber immer noch bei weitem nicht reicht. Wo muss ich denn hin? Da hinten hin. Joa. Gut, komm. Wir schreiten einfach mal blindlings drauf los und hoffen, dass sich das dann schon von selbst ergibt. Wie komme ich jetzt da am besten hin? Hätte ich über die Brücke gehen müssen? Ach, ich bin doch ein Trottel. Da geht er einmal abseits des Weges, um ein paar Beeren zu pflücken. Lebt in Ruhe, meine Kaninchenfreunde. Lebt in Ruhe. Genau, das wollte ich auch sagen. Das ist ganz meine Meinung. Ah, naja. Nicht die gewünschten Beeren gefunden. Vielleicht müsste ich auch einfach näher hier durchs Zeug durch. Yes, hier haben wir doch noch was. Aber es reicht immer noch nicht. Natürlich nicht. Ja, Asgard. Ach, Harvey. Worauf hast du dich da eingelassen? Was ist mit dir? Sind das noch die Leichen? Die Überreste meiner Schlacht? Gut, ich hätte wahrscheinlich auch hier ein Reittier rufen können, richtig? Natürlich. So eine Regenbogenbrücke ist schon... Die hat schon was, finde ich. Die hat schon was. Sind es eigentlich immer die gleichen? Nee, das sind verschiedene. Ah, okay, ja, einfach vier. Hier wiederholt es sich dann, richtig? Hier die beiden Krieger. Zu unseren Seiten und dann hier, was sind das? Die Wahrsagerin. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ihr wisst das besser als ich. Höchstwahrscheinlich. Heimdalls Turm. Klasse. Heimi. Ich will nach Jötunheim. Eigentlich will ich wieder nach Midgard. Oh. Muss das so sein? Ich dachte, die hätten wir versiegelt. Hat das nicht so geklappt, wie ich es mir gewünscht hatte, oder was? Können die jetzt wieder durch, die Riesen? Teleportieren. Shit, ich hab mich hierher teleportiert. Ich hab das doch alles wieder vergessen, Leute. Kommt schon. Ja gut, muss jetzt einfach reichen. Asgard verlassen. Okay. Ja, habe ich gemacht, passiert nichts. Fertigkeitspunkte, klasse, ich kann mich nicht bewegen, Leute, also... Okay, das gehört zum Spiel. Sorry. Okay, let's go. Aber dann gehe ich jetzt direkt nach Jötunheim und nicht nach Midgard. Das ist natürlich schade, ich wäre gerne wieder mal... Eivor. Ich mag es, wenn es so zwischen den Sequenzen hin und her springt. Ich mag es nicht so, wenn ich dann gleich das ganze Spiel so beenden muss. Ah, das sieht doch gut aus. Yes, neuer Spielmodus verfügbar. Eine neue Aktivität ist jetzt verfügbar. Suche Everold in seiner Werkstatt in Hefnatop auf, um eine neue Welt zu erkunden und neue Belohnungen zu erhalten. Ist jetzt ver- ah, das ist... Ach so, sorry, weil ich bin natürlich ausnahmsweise mal online. Willkommen zurück. Danke. Dein Gesicht strahlt.
und deine Augen scheinen klar. Sag mir, was du gesehen hast. Interessiert dich nicht. Ich war in Asgard, dem Sitz der Götter. Ich sah durch Odins Augen, ich besprach mich mit Loki. Ich fürchtete den Beginn von Ragnarök. Mehr kann ich nicht sagen. Ich sah durch Odins Augen, wie du gesagt hast. In jeder Vision nahm ich seine Gestalt an und lebte wie er einst. In seinem Körper war ich selbst, doch ich wurde von seinen Launen getragen. Ich las seine Gedanken wie meine eigenen. Wir waren zwei, aber existierten als einer. Und was hast du erfahren? Mehr als alles andere habe ich gefühlt. Ich habe alles gefühlt. Seine Ängste, Zweifel, seine Liebe und Leidenschaften. Unglaublich. Was noch? Ich besprach mich mit Loki, dem Trickreichen. Wir stritten oft wie Geschwister, doch unsere Kämpfe wurden ernster. Und als ich erfuhr, dass er ein Wolfskind gezeugt hatte, war mein Zorn grenzenlos. Weil er diese Wahrheit vor dir verborgen hatte? Ja, er wusste, dass Wölfe in Asgard nicht gestattet waren. Er widersetzte sich meinem Befehl. Meinem Befehl? Vielleicht solltest du es deswegen sehen. Es sollte dir helfen, deine innere Angst zu überwinden und Vergebung zu finden. Mag sein. Aber bevor meine Vision endete, überkam mich eine Entschlossenheit. Ich erdachte einen Plan. Eine Reise nach Jötunheim. Und dann erwachte ich. Interessant. Gab es noch etwas? Das war doch noch... Ich fürchtete den Beginn von Ragnarök. Eine Prophezeiung. Sie warnte vor Ragnarök. Der Zerstörung der Welt. Dem Ende der Zeit. Und die Nornier. Sie warnten mich vor dem Fenriswolf. Weil er gierig nach meinem Blut dürstet. Doch da war noch etwas. Hoffnung. Ich schritt dem kommenden Ende unerschrocken entgegen. Vielleicht spricht dieser Teil deiner Vision von Mut. Du wurdest wirklich von den Göttern berührt. Was noch? Ja, mehr kann ich dir aktuell nicht sagen. Sonst war nichts, das wichtig gewesen wäre. Der Traum ist verblasst. Eivor, deine Visionen sind anders als alle, die ich kenne. Geh jetzt. Ich muss über das, was du gesagt hast, nachdenken. Ja, dann denk mal nach. Das muss ich auch. Verstreute Zutaten Valkas. Wacholderbeeren. Barschkiemen, Krallen einer weißen Taube, roter Lehm. Okay, klasse. Yes, Fertigkeitspunkte. Koste vom Asgard-Trank. Nein. Tiefer hinein, neue Quest. Oh shit. Wie tiefer hinein? Wo ist jetzt? Ah, hier. Nachdem eine Traumwelt erkundet wurde, ist es an der Zeit, sich in die nächste zu... Sammle Pflanzen für Valkas nächsten Trank. Ja, ne, komm. Du hast keine Glühbirnchen. Okay. Also ich habe irgendwie gefühlt vier Fertigkeitspunkte. Wo waren wir? Nee, wir waren oben, richtig. Hier, was haben wir hier? Dänenäxte. Na. Ja, etwas mehr Gesundheit ist nie schlecht. Fernkampf. Das hatte ich jetzt doch ziemlich oft gebraucht. Schrecken. Ja, Schrecken. Ich töte die einfach. Gegner, die durch deine Feuerangriffe ums Leben kommen, brennen weiter. Kriegerniederschlag. Oh! Perfekter Angriff. Oh, das klingt auch nicht schlecht. Was haben wir hier noch? Leichte Bogenkombi. Ja. Es ist wieder das. Richtig. Ist wieder das. Schlachtfeldgeschoss. Was kommt hier noch? Aufgeladener Schuss. Z.
Zähne zusammenbeißen. Ach komm, lass mich. Ich beiß die ja schon zusammen. Ja, hier gibt's nicht mehr viel. Sturzabfangen. Ah, doch, das ist gut. Das ist gut, das ist gut. Da gehen wir doch. Gehen wir doch für. Wollen wir den Weg? Nahkampf oder den Weg? Raubtierbogen. Interessiert mich wie beides nicht, aber das ist der kürzere Weg. Attentatsschaden. Klasse. Sehr gut. Okay. Gut, 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 gut. Hier, mit dir kann ich noch sprechen. Ich hab was Neues da. Was hast du da? Ah. Was hast du da? Zeigst du mir deine Waren? Oh. Einfach Pferde. Was soll ich da? Schon durch? Ja. Interessiert mich null. Ich muss gehen. Nun muss ich gehen. Genau. Auf bald. Auf bald, Roadan. Du musst immer mal mit deinem Raben sprechen. Das mögen sie gern. Okay, ich spreche mit meinem Raben. Der hat einen Vogel. Okay, gut. Na, das sind wieder die beiden Streiter, ne? Was haben wir hier noch bei den Quests? Aufkeimender Widerstand. Der Stein des Paladin. Okay, ich denke, damit werden wir danach weitermachen. Ja, genau. Okay, Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, hier mir zuzusehen, wie ich den Braumeister umgenietet habe. Ehrenlos weggeklatscht. Er hat mir schon ziemlich Probleme bereitet. Okay, ich geb's dazu. Ja, und dann hoffe ich, dass ich euch im nächsten Part wieder begrüßen darf, wenn wir hier die süßen Kätzchen streicheln. Genau. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin und tschüss.